Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar Espresso, das heißt einer kurzen Vorabzusammenfassung unseres Webinars. Unser heutiges Webinar ist zusammen mit Professor Biemann von der Universität Mannheim. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Es sind eigentlich zwei Themenbereiche, die ich ein bisschen näher beleuchten möchte. Es geht um die Nutzung von Daten, wenn ich beispielsweise bei einem 360-Grad-Feedback die Daten gesammelt habe. Wie kann ich als Unternehmen diese verwenden, um sie in Entscheidungen im HR einfließen zu lassen? Das geht so in diesem Bereich People Analytics, also die Verwendung von Daten, um eben Entscheidungen nicht nur aus Bauchgefühl und Intuition zu machen, sondern sozusagen eher evidenzbasiert. Der zweite Teil geht in eine sehr ähnliche Richtung. Das ist mir als Wissenschaftler sehr wichtig, dass wir forschen schon über, ich jetzt nicht, aber insgesamt wird schon über 100 Jahre in verschiedenen Bereichen im Personalmanagement geforscht, dass die Ergebnisse oft sinnvolle Startpunkte sind, die man sich anschauen sollte, bevor man selber das Rad neu erfindet. Dass es beispielsweise schon viel Forschung dazu gibt, was eine gute Führungskraft ausmacht oder auch wie 360-Grad-Feedback-Daten verwendet werden können und sollten. Das sind so die beiden Schwerpunkte, People Analytics und dieser Evidence-Based-Ansatz, der im Webinar genauer besprochen wird. Ja, wir wollen Ihnen Forschungsergebnisse bieten, wir wollen Ihnen Praxisorientierung bieten und insbesondere diese beiden heißen Themen Leadership Feedback und People Analytics in Zusammenhang bringen. Super spannender Vortrag, spannendes Webinar, das kann ich Ihnen auf jeden Fall versichern. Das liegt natürlich nicht an mir, sondern an unserem Gast für dieses Webinar. Schauen Sie sich doch das volle Webinar an, ich würde mich freuen.